Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Ollihausen, die zugegebenerweise immer besser und besser und besser und besser wird. Ich bin der Shorty von der Test Area. Naja. Und wir brauchen Geld. Natürlich brauchen wir Geld. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Mich juckt es unheimlich in den Finger, weil ich gerne noch ein oder zwei Traktoren hätte. Aber ich muss mir wohl noch ein bisschen zusammenreißen. Die meisten großen Einnahmequellen, womit wir richtig Kohle verdient haben, habe ich selber quasi jetzt sanktioniert und gesagt, nö. Die müssen wir jetzt mal fein aufheben. Die brauchen wir für anderes. Das heißt, wir verdienen das Geld tatsächlich nur über unsere Produkte. Das kann ein bisschen dauern. Ne? Jetzt bin ich noch dabei. Statt Silageballen mit Heu und Gras, Gille. Für die Tiere, damit ich das vorrätig habe. Das heißt, die Einnahmequelle fällt dann auch weg. Aber ich denke, das kriegen wir trotzdem geschissen. Also gebacken, geregelt. Wir verdienen auch anders Geld, um uns was zu leisten. Was wir uns leisten, sehen wir dann. Wenn alle Arbeiten erledigt sind für diesen Monat, September, dann sehen wir weiter, wo wir finanzieren. So, sind wir bei der Käserei. Die Käserei, da wollte ich was war das? Butter? Butter und Käse rausholen. Bin ich jetzt doof? Ach, da ist der Formage. Den Käse. Und die Butter, die steht ja auf Verteilen, aber wenn die keiner will, ne? So. Butter. Pizzeria, Bossis Hotel. Käse, Bossis Hotel. Da ist die Entscheidung ja leicht. Dann geht es in den Verkauf und wieder zu. Nein, zu PGA. Zu Bossis Hotel. Und los. Die beiden kleinen Felder, da wollte ich Heu machen. Und das große Feld Gras. Dann wäre das auch schon erledigt. Ja, die Grasfelder, das ist wieder so. Die Umweltbewertung bei den Grasfeldern. Die machen mehr Arbeit, die hochzukriegen, ne, als sich überhaupt lohnt an bei dem Gras das darunter zu holen, aber du musst ja die Bewertung auf den Grasfeldern hochhalten, damit du entsprechend einen Bonus bekommst, wenn du es verkaufst. Ne? Das ist schon müßig manchmal. Den Teil haben wir jetzt schon wieder heimlich verkauft. Ne, wir sind übers Ziel hinausgeschossen. Sogar 187.000. So. Jetzt klingelt es wieder in der Kasse. Das lässt sich mir dann doch hier fallen. 2,9, 2,10, 11, 212.000 auf dem Konto.
So, das ist ein Bonus von unter 10%, weil die Gesamtbewertung so schlecht ist. Und ich habe ja schon mal gesagt, ne, wenn es nach. Also ich möchte, das müsste aktueller gehalten werden. Das Feld ist fertig. Da ist Maximum Stickstoff, da ist ein pH-Wert, ist top. Ist trotzdem nur eine 61er Bewertung, ne? Das geht so nicht. Ehrlich. So, hier ist okay. Hier ist okay. Hier arbeiten wir gerade dran. Das sieht trotzdem gut aus. Hier, ne? 49. Warum? Das ist voll aufgearbeitet, das Feld. Da müsste eine 90er, über 90er Bewertung drauf sein. Das ist 96, 89. Hier mit der Bodenbearbeitung haben wir hier Lachs. Ich habe so Schwierigkeiten mit dem Mulchern. Obwohl, ich werde mir hier einmal eine Bodenwalze leihen, hatte ich mir überlegt. Wenn wir damit bearbeiten, fertig sind. Die Bodenwalze. Das ist eine Empfehlung von unserem Obi-Wahnsinn. Warum auch nicht? Er testet Precision Farming auch auf Herz und Nieren. So, wir können Salat holen. Bossis Hotel. Für 84.928 Öcken können wir Salat verkaufen. Ich würde sagen, dann machen wir. Guck mal, wir haben noch hier direkt den Zugriff. Produktionen. Wir fangen hier oben an und hauen einmal den ganzen Salat raus. Das sind zwei Paletten. Okay. So, dann gehen wir eins tiefer. Hauen hier auch. Auslage. Den ganzen Salat raus, zwei Paletten. Prima. Nächste. Auslage. Salat. Raus. Und hier. Salat. Raus. Die Paletten holen wir dann ab. Wir müssen dann ein paar Mal hin und her fahren. Aber so verdienen wir halt Kohle. So, jetzt haben wir fünfmal Salat ausgelagert. Jetzt müssen wir natürlich auch Produktion. Wo kommen denn jetzt die Einnahmen? Ach, das war der Diesel. Ich habe mich schon gewundert. So, großes Gewächshaus, da fahren wir hin. Da, der Schlingel. Ich bin schon unterwegs, Diesel zu verkaufen. Und ich habe mich schon gewundert, wo plötzlich das Geld herkam. So, Amigo, du bist fertig mit dem Weizen. Unkraut ist dann ja hier wachsend, ne? Müssen wir im nächsten Monat spritzen. Spritzen gibt eine bessere. Ja, je flacher die Bodenbearbeitung ist, umso mehr Punkte gibt's. Deshalb gibt's fürs Spritzen offensichtlich mehr Punkte für die Bewertung als fürs Striegeln. So, Gerste ist als nächstes dran. Ja. Das ist Feld 60. So. 60. Großnadel, sehr 9 Meter. Das ist in Ordnung. Und dann stellen wir hier auf Gerste um. Sehr schön. Dann schicken wir den los, aber erst auffüllen am Hofsee. Keine halben Sachen. So, und Feld 1 müssen wir. Jetzt steht der jetzt hier. Dick auf weiß. Walzen. Dafür haben wir unseren 24 Meter Bello. So, 25. Dann machst du weiter auf der 28. Muss ja.
mich beeilen. Sonst fährt er mir hinten rein, ne? So, zack. Der ist fertig. Ich habe mit dem auch den Dünger jetzt aus der Düngerproduktion geholt. Ich habe bei Markus Plantage da, habe ich wieder an dem Dünger aufgefüllt. Und das habe ich wieder in den Zwölfsilo geknallt. Die Frage ist immer, wie viel Liter von was willst du drin haben oder aufnehmen? Ja, das ist immer die Frage. So. Feld 1. Dann brauchen wir bei der 1 einen 24 Meter Kurs. Da haben wir doch einen von der Feldspitze. Und los. Was ich noch überlege, ist, wie viel man einlagert. Von was? 129 Gras, 120 Heu. Das füllen wir nochmal nach, der Winter kommt. Ne? Mineraldünger sind nur 37.000, das ist nicht viel. Mischration ist drin, Mohn haben wir noch über. Müssen wir gleich mal gucken. Saatgut, Stroh. Müssen wir gleich mal gucken, wer. Also die Bäckerei ist es ja meistens. Die Bäckerei ist es ja, die Mohnbrau. So, die 15.000 war es mir jetzt wert. Gras, 129.000 Liter Heu, 120.000 Liter, 125.000 Liter Kalk. Was? Nee. Das geht nicht. Nee, guck mal. Gras, Heu, Kalk. Mineraldünger. Steigt die Zahl von Mineraldünger auf? Also die Kalkherstellung, da sieht man, ne, die läuft. Wasser läuft. Unfassbar. Das geht so aber eigentlich nicht. Oder sage ich jetzt, das stört mich nicht. Also Wasser und Kalk ist hier in der Nähe. Wasser ist da hinten, Kalk ist hier. Da ist die Düngerproduktion. Warum wird die denn nicht angezeigt? Nee. Eigentlich ist die hier falsch. Da hat sich der Mineraldüngerwert jetzt aktualisiert. Kann ich so nicht stehen lassen. Leider, reißen wir wieder ab. Schön wäre es gewesen. So, ich will nur wissen, was im Silo drin ist. 130 Gras, 120 Heu, das füllen wir noch mal auf, wie gesagt, bevor der Winter kommt. Mineraldünger 36.000 Liter, das ist wenig.
Mischration ist sowieso Reserve. Mohn gucken wir gleich noch bei der Bäckerei. Saatgut ist viel, aber wird auch viel verbraucht. Stroh ist viel. Brauchen wir wahrscheinlich demnächst nicht mehr so viel einlagern. Und dann müssen wir mal überlegen, was wir für Rückhaltwerte erreichen, wo wir sagen, ab da brauchen wir Überschuss. Haben wir Überschuss. Und das verkaufen wir dann. Ne? Das sehen wir dann. Produktion, Mohn. Bäckerei. Ah, der Verbrauch ist minimal. Ne? Wirklich minimal. Ich gehe mal davon aus, da kommt locker das ganze Jahr mit dem Mohn durch. Dann können wir nämlich zukünftig Mohn mit in die Dieselproduktion kloppen. Ganz klare Geschichte. Ja, dann haben wir da richtig was von. Oh yeah. So. Der ist jetzt hier fertig. No. 28. Der ist da ja fleißig am Mähen. Du brauchst da keinen großen Wender, wenn du beim Mähen sowieso eine Schwart machst. Reicht dir ein kleiner Wender, wenn du denselben Kurs nimmst, ne? Funktioniert ja super easy. Okay, das war das hier. Das ist ausgedunsen. Ausgelutscht erstmal. Dann weg damit. So, wir sind bei den Gewächshäusern. Jetzt sage ich euch, wird es spannend für mich. Ich drücke schon mal B. Das ist so, was ein bisschen schade ist hier. Bei der Art der Platzierung der Gewächshäuser. Du rangierst dir jetzt erstmal hier mit dem Traktor einen Wolf. Jetzt stelle ich mir vor, ich hätte kein Auto gehabt. Ich müsste die Paletten mit einem Gabelstapler oder sowas verladen, ja? Eieieiei. Da hätte ich ja Bock drauf. Wie Fußpilz. Da hätte ich Bock drauf wie Fußpilz, sage ich euch. So. Hier ist ja noch relativ einfach. Letztes Mal habe ich ja alles zusammen einfach draufgepackt, aber ich denke, es ist besser, wenn wir das alles einzeln verkaufen zum großen Preis. Muss ja so oder so öfter fahren. Ne? So, jetzt gucken wir. Select Bossy's Hotel. Come on, Bossy. Bossy's Hotel kauft aber auch eine ganze Menge an, ne? Muss man ja sagen. Der Bossy's Hotel, einer unserer besten Kunden. Ja, Gerste läuft. Mit dem Kalk da drauf ist immer so eine Sache, ne? Die Traktoren sind dann immer schneeweiß, aber muss halt. pH-Wert ist Optimum dann und jetzt wird auch der Stickstoffwert über den Dünger geregelt. Das ist auch mal mehr, mal weniger. Ah. Was mit dem Mulchen als Bodenbearbeitung. Aber die Bodenbearbeitungswerte, ne, wenn du hier guckst, Bodenbearbeitung ist ja unten. Die Bodenbearbeitungswerte sind eigentlich nicht das Problem. Gar nicht. Also, wir sind sowieso schon wieder über die Zeit.
schicken dich jetzt zu 19. Laden. Nähern. Der andere ist hier schon unterwegs und macht Heu. Für 19 machen wir kein Heu. Jo. Ihr Lieben, wieder vielen Dank fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal beim Wachstum. Abonnieren nicht vergessen. Das ist bei YouTube völlig gratis. Und kann sich somit auch jeder leisten. Ich war, bin und bleib der Schotti von der Test Area. Und bin damit für heute raus. Ja. Passt gut auf dich auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.